Hallo und herzlich willkommen. Auch heute hat Johannes wieder einiges Interessantes für euch vorbereitet. Aber zunächst mal fragt ihr euch bestimmt, wer ich denn eigentlich bin. Tja, mein Name ist Jan, ich bin ein alter Kumpel und ehemaliger Kollege von Johannes und habe ihm vorgeschlagen, seine Videos so ein bisschen anzumoderieren. Deshalb ist für euch, liebes Publikum, noch ein bisschen angenehmer zu machen, euch mal ein bisschen zu erzählen, immer am Anfang, was euch in dieser Folge erwartet. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare runter, ob euch dieses Format, ob euch diese Idee, diese Anmoderation überhaupt gut gefällt. Und jetzt geht's los. Also, Johannes wird euch heute erstmal dazu was erzählen, wie er den einen Motor rausgemacht hat und jetzt in den A2 den Prius-Motor zusammen mit dem Prius-Getriebe eben reinbringt, wo er das Ganze anflanscht, wo er es verbindet und so weiter. Dann zeigt er euch auch noch, wo sein Wechselrichter reinkommt, das gleichzeitig natürlich auch das Ladegerät ist, wo das Ganze angeschlossen wird, wie die Verkabelung funktioniert, auch der Niederspannungselemente, also zum Beispiel der Vakuumpumpe. Ja, und fast zum Schluss, zum Vorschluss sozusagen, hat Johannes noch eine besondere Überraschung für euch, die er im Fußraum von dem Audi gefunden hat. Ganz zum Schluss nämlich wird Johannes noch eine Frage beantworten, die von euch gestellt wurde. Und zwar, warum er das nicht einfach alles in einer Werkstatt macht, sondern das hier unter einer Plane in seiner Einfahrt. Ja, das ist das, was euch heute erwartet. Also jetzt, viel Spaß! So, moin! Weiter geht's. Ich habe jetzt hier schon mal das Getriebe vom Prius rangekarrt. So, und das wird so halt irgendwie reingebaut und hier ist ja normalerweise der Verbrennungsmotor vom Prius dran, da kommt einfach gar nichts dran. Also wir haben dann ein Auto, das nur aus einem Getriebe besteht. Dann gucken wir mal kurz rein. Hier bin ich jetzt gerade dabei, den Schalthebel zu demontieren, hatte ich mir einfacher vorgestellt. Hier muss die ganze Verkleidung ab, Handbremse muss alles weg. Naja, und dann geht es da auch weiter. Hier drunter wartet noch eine kleine Überraschung. Das gucken wir uns später an. Also haben wir hier jetzt das Toyota Prius Getriebe. Das hat auch seine Achsenausgänge dort, wo ungefähr vorher die vom Audi waren. Und hier auf der rechten Seite, da kommt ungefähr so lang raus von Toyota dieses erste Stück sozusagen von der Achse und das verlängert uns das noch da drüben, weil das Getriebe sitzt natürlich jetzt schon weiter links als das Originalgetriebe, einfach weil hier, weil es höher baut und hier dann anfängt zu kollidieren. Also ist ein bisschen weiter noch da drüben versetzt. Ja, hier haben wir die Original-Anschraubpunkte von dem Audi-Getriebe und da wird jetzt was gebaut, um die dann sozusagen nachher hier, da habe ich jetzt ein Provisorium, um es an den Kran zu hängen, hier wieder anzuschrauben. So, auf der anderen Seite ist natürlich der ganze Abstand größer. Da haben wir hier das Original Motorlager. Und ja, da muss jetzt irgendwie sowas gebaut werden, was vielleicht so geht, dann hier runter, dann hier rüber. Und dann, hier haben wir ja genügend Löcher in dieser Stirnseite hier, da irgendwo angeschraubt wird. Hier kommt natürlich nichts dran, hier war ja mal der Verbrennungsmotor, das benutzen wir ja alles nicht mehr. So, dann sehen wir hier die Original Antriebswelle auf der Beifahrerseite vom Audi und die passt natürlich hier ans Getriebe nicht dran, das ist ja klar. Da sehen wir den Ausgang vom Differential. Da. Das heißt, hier kommt jetzt eine Antriebswelle von Toyota so raus. Die geht dann bis zum Rad. So, und dann werden wir einfach die von Toyota irgendwo hier absägen, die von Audi irgendwo hier absägen und die dann sozusagen ineinander schieben. Die hier ist innen hohl und haben dann eine Antriebswelle, die ist auf der rechten Seite Toyota und auf der linken Seite Audi. So, und dann haben wir noch einen letzten Anschraubpunkt, der ist unten drunter. Hoffentlich erkennen wir da was. Das ist hier die Drehmomentstütze. Also die verhindert halt, dass das ganze Getriebe anfängt zu schaukeln, wenn man beschleunigt oder bremst.
So, und da gibt es hier auch wieder Anschraubpunkte. Das heißt, es muss eben, das ist auch variabel von links, rechts jetzt, das wird sozusagen hier nach vorne verlängert und dann da angeschraubt und dann ist das auch fest. Ja, dann kommen wir zum Kühlwasser. Also genau, hier gibt es auch Kühlwasser, aber es sind zwei Motoren hier drin. Den einen benutzen wir gar nicht, der ist eh relativ schwach. Und hier ist das Kühlwasser für den zweiten Motor. Rein und raus oder andersrum, weiß ich jetzt nicht. Und das geht dann in eine Pumpe, hier vorne in einen relativ kleinen Wärmetauscher. Und ja, dann noch in den Wechselrichter rein und was halt alles gekühlt werden muss. Und dann wieder zurück. Genau, kommen wir zum Wechselrichter. Der ist jetzt ja noch nicht zu sehen. Der wird irgendwie hier oben drauf geschraubt. Und hier ist dann das Kabel von diesem stärkeren Motor. Also der Anschluss vom Wechselrichter kommt dann hier zu liegen. Das wird dann hier so reingeschraubt und angeschlossen. Und der Rest vom Wechselrichter, der ist dann hier vorne so, wird der alles bedecken. Ja, also der muss dann irgendwie auch hier montiert werden. Dann ist es halt so, der Wechselrichter ist nicht nur ein Wechselrichter, sondern der enthält auch den DC-DC-Wandler, also das Teil, was uns aus den 400 Volt Hochvolt Akku 12 Volt generiert, um unser ganzes Auto einfach weiter betreiben zu können, Lichter, Servolenkung und so weiter. Und außerdem integriert ist auch das Ladegerät. Also da ist sozusagen ein Gleichrichter drin, der unsere 230 Volt vom Netz gleichrichtet. Und dann ist noch eine Hochsetzstufe drin, die uns dann die 230 Volt auf 400 Volt wieder hochsetzt, um den Akku zu laden. Also alles vorhanden in einem Gerät. Das ist sehr praktisch. Weniger Kabel, weniger Bauraum. Und ja, das gucken wir uns dann an, sobald das alles montiert ist. So, jetzt gucken wir uns mal noch an, wie das Ganze verkabelt wird. Die Hochvoltkabel habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Die kommen vielleicht einfach durch einen Auspufftunnel oder so. Mal sehen. Was ich auf jeden Fall schon weiß, ist die ganzen Niedervolt-Ansteuerkabel. Fangen wir mal ganz simpel an. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel diese Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker und dann haben wir hier drei Kabel, das ist ein Vakuumsensor und hier haben wir zwei Kabel, das ist die eigentliche Pumpe, also insgesamt sozusagen fünf Kabel, die müssen irgendwo hin, um gesteuert zu werden und das gleiche ist ja auch beim Wechselrichter, dann auch diverse Kabel, Gaspedal, Stromversorgung, lalala. Die zum entsprechenden Steuergerät geleitet werden müssen. So, und dazu nehmen wir hier diesen praktischen vorhandenen Kabelbaum vom Verbrennungsmotor. Man sieht schon, wie viele einzelne Leitungen wir hier zur Verfügung haben, die alle jetzt keine Funktion mehr haben. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo diese Leitungen wieder rauskommen. So, und jetzt kommt die Überraschung. Ich meine, alte Audi A2-Kenner wird das nicht überraschen. Ich finde es mal echt cool. Teppich hoch, ja, nächste Plastikmittel. Tatsächlich noch ein Kasten versteckt. Ich bin mal gespannt, ob das der Beifahrerseite ist. So, und da, das ist wohl das Komfortsteuergerät für Komfort halt, Fensterheber oder sowas. Diverse Relais, ein großes 12-Volt-Kabel und hier unten drunter das Motorsteuergerät. Und dieser dicke Kabelbaum hier, das ist eben genau der, der vom Motorraum hier reinkommt. So, das heißt, darüber können wir die eben gezeigte Vakuumpumpe laufen lassen, den Wechselrichter und so weiter. Und hier, das habe ich jetzt schon ausgebaut, sitzt halt das Original Motorsteuergerät. Das wird dann quasi kernsaniert, also die ganze Elektronik fliegt raus, die jetzt drin ist, und es kommt unsere eigene Elektronik rein. Da gibt es jetzt noch zwei Spielmöglichkeiten. Also zum einen der Wechselrichter vom Toyota, das ist ja
eine reine Leistungselektronik. Da ist keine Logik drin, die Logik sitzt extern. Diese externe Logik könnte ich jetzt hier eben in dem Motorsteuergerät verschwinden lassen. Und dann eben ja die ganzen Wechselrichtersignale über den Kabelbaum nach vorne schicken. Und außerdem wäre noch eine zweite Platine in dem Motorsteuergerät drin. Die spricht dann mit der ganzen Autoelektronik und mit dem BMS zum Beispiel und verknüpft das alles so miteinander. So, also diese zwei Computer wird es auf jeden Fall geben. Jetzt, warum habe ich das als Option vorgestellt? Es kann nämlich sein, diese Wechselrichtersignale sind alle sehr sensibel. Also, was da so hingeschickt wird und zurückkommt, das sind alles relativ niedrige Signalpegel. Und da kann es halt sein, dass da so viel Störungen nachher drauf sind, dass der Wechselrichter nicht richtig läuft. Und in dem Fall hätten wir dann sozusagen vorne im Motorraum den eigentlichen Wechselrichtercontroller oder Motorcontroller. Und der wäre dann über den Kabelbaum hier verbunden mit dem Fahrzeugcontroller und würde da sein Gaspedalsignal und so weiter von kriegen. Also das sind die zwei Spielarten. Da müssen wir mal gucken, was von beiden möglich ist. Die erste würde mir gut gefallen, dann wäre sämtliche Elektronik hier schön im Trockenen. So, dann gab es ja einen sehr wohlwollenden Kommentar dazu, dass ich das hier alles in der Einfahrt mache. Und da ist es so, das muss ich so machen. Ich habe eben keine Garage und auch keine Werkstatt. Das finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm, weil zum einen bin ich in der frischen Luft und zum anderen, mein Nachhauseweg ist 20 Meter. Wenn ich jetzt in irgendeiner Werkstatt wäre, wäre mein Nachhauseweg, was weiß ich, 2 Kilometer oder auf jeden Fall weiter. Und wenn ich dann was zu Hause vergessen habe, ist das sehr nervig. Ansonsten ist das auch halb so wild. Man wird jetzt ja sagen, ja, eine Hebebühne, kommst du viel besser überall dran. Na gut, schon, aber ich muss ja so viel gar nicht unten drunter. Ich habe jetzt den Auspuff rausgenommen. Das war das Einzige, was unten drunter zu tun war. Und alles andere passiert ja hier vorne. Und da finde ich, ist es jetzt kein Schaden, wenn das hier alles schön so auf Hüfthöhe ist. Das finde ich geht in Ordnung. Und deswegen würde ich sagen, ein Fahrzeug in der eigenen Einfahrt einbauen, das geht schon. Jo, ich würde mal sagen, hier machen wir einen Cut. Und es geht dann weiter, wenn vielleicht die ersten Mechanikteile da sind oder die Batterien eingebaut werden, was auch immer als nächstes kommt. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis später.